Orange Piccolo stärker als Goku und Vegeta? In dem neuesten Film Dragon Ball Super Super Hero erreicht Piccolo eine neue Form dank seinem Wunsch an Shenlong. Dieser wünschte sich von dem heiligen Drachen, dass er sein Potenzial freigeschaltet bekommt, genauso wie es der Obalste damals mit Gohan getan hat. Shenlong gab Piccolo noch einen extra Boost, was sich dann später als seine neue Form Orange Piccolo herausstellte. Hiermit erreichte er eine neue Form, die viel breiter war als der Standard Piccolo, und wie der Name schon sagt, war die Form auch ebenfalls orange. Was sich aber nun jeder gefragt hat war, ist Piccolo nun mächtiger als Ultra Instinct Goku und Ultra Ego Vegeta? Die genaue Antwort weiß man leider noch nicht. Was man aber garantiert weiß ist, dass Piccolo nun über die Kampfkraft verfügt, um mit Goku und Vegeta mitzuhalten. Und das, obwohl Goku und Vegeta nonstop weiter trainierten. Dies verrät Akira Toriyama nämlich in einem Interview, womit er hiermit mehr oder weniger bestätigt, dass Piccolo nur mit den ganz Großen mithalten kann. Etwas, was man schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr von unseren Lieblings-Namekianer gesehen hatte. Auf unserem Kanal haben wir eine volle Analyse zu seinem Charakter gemacht. Wenn ihr wollt, checkt das gerne ab.